Hallo und willkommen zu einer weiteren Replay-Runde und ja, es erstaunt mich gerade so ein bisschen, dass ich dieses Level hier geschafft habe, insbesondere der Run, in dem ich es geschafft habe, ultra schlecht gelaufen ist, hier am Anfang schon mega viel vergeigt, wie man sieht, aber dann hier daneben gesprungen, dann fast in die Stacheln gefallen, hier, das war auch eine knappe Kiste, ja. Dann rutsche ich hier runter, dann kommt jetzt hier dieser eine Gegner und ich erwische ihn nicht und da wäre er fast nach unten durchgefallen, dann hätte ich gar kein S bekommen, wenn er da verschwunden wäre. Hier ist die Kombo fast weg, gerade so geschafft und hier werde ich fast von ihm getroffen, das war ein Millimeter vielleicht maximal, was da noch Platz war, hat aber gerade so noch gereicht. Dann rutsche ich hier rauf, verpasse hier dieses Ding wieder ein Stück, ja, rutsche nach oben durch, faile da ein bisschen rum, ja. Und faile hier ein bisschen rum. Dann kommt der erste kleine, den kann man mit einem Hieb kaputt hauen. Dann hier wäre ich fast verreckt, habe ich meine Spezialattacke gezündet. Dann wird es hier nochmal mit der Combo ein bisschen knapp. So, der Gegner, hier dachte ich, ist es aus. Aber ich habe es dann noch irgendwie geschafft wegzudashen. Und ja, da hätte ich es dann auch geschafft. Und habe dafür einen weiteren goldenen Schlüssel erhalten. Und bin Rang 1346 von 6618 Leuten, die dieses Level geschafft haben. Weiter geht's mit Replay Nummer 2. Und dieses hier hätte mich fast zur Weißglut gebracht. So, hier der Anfang relativ einfach. Die 2 kann man hier mit einem großen Schlag besiegen. Kein großes Problem normalerweise. In diesem Run habe ich es nicht geschafft. Dann rutschen wir nach unten und der Fuchs kommt. Der bekommt 2 dicke Schläge ins Gesicht und dann war es das mit dem Fuchs und wir gehen hier hoch, springen über die Nadeln. Hier benutze ich glaube ich meine Power-Attacke, genau, und rutsche weiter nach unten. Und hier kommt der Part, bei dem ich krasse Probleme hatte bei den Igeln, bis ich rausgefunden habe, man kann sie mit ihren eigenen Nadeln töten. Und dann ist der Part hier eigentlich super einfach. Wir töten den Igel, dann machen wir hier den Walljump, machen den Doppeldecker oder keine Ahnung, wie man diesen Move nennt. Also wir jumpen zweimal mit der Decke. Dann bekämpfen wir die Gegner da unten und das Level ist geschafft. Und jetzt noch die Spezialattacke zum Ende. Und das war das Level. Das hat mir sehr viel Probleme gemacht. Ich habe das sehr, sehr oft spielen müssen, bis ich es endlich hinbekommen habe. Aber es hat sich ausgezahlt. Ich bin Rang 814 und mit Doppel-S. Das freut das Herz. Weiter geht's. Diesmal beim Level Ascent. Ja. Der Anfang ist nicht so der allerschwerste. Dieser Sprung da hat mir ein paar Probleme gemacht, aber wenn man ihn ein paar Mal geübt hat, dann geht das ganz gut. Dann hier habe ich herausgefunden, dass man einfach diesen schlagen kann und diesen Staub da wegzuwischen, was relativ hilfreich ist, da dieser Sprung da sonst relativ schwer ist. Hier bin ich das eine oder andere Mal abgestürzt bei diesem Sprung, aber diesmal habe ich es geschafft. Hier wäre ich, glaube ich, fast abgestürzt. Ja. Und konnte mich da noch irgendwie retten. Hier verliere ich glaube ich fast meine Combo. Ja. Da schaffe ich es gerade nochmal den Walljump hinzubekommen. Hier verliere ich glaube ich auch fast meine Combo und ja. Irgendwie, also wirklich sauber gespielt ist diesmal nicht. Aber es reicht, um es zu retten. Ach ja, und ich erinnere mich gleich noch an was jetzt hier passiert. Hier glaube ich ist es, genau, ich falle da rum, benutze meine Spezialattacke, um meine Combo nicht zu verlieren, finde irgendwie noch Halt und überlebe das irgendwie, keine Ahnung wie ich das geschafft habe, naja, jetzt muss ich eigentlich nur noch den Typen da vermöbeln, der hat eine relativ weite Range und deswegen habe ich so ein bisschen Angst, nicht zu nah hinzugehen und der letzte Attacke muss so sein, dass ich kein Laub auf dem Boden verteile, sonst habe ich es wieder nicht geschafft. Deswegen, dieses Level war, ich habe nicht so wirklich viele Anläufe gebraucht, aber es war doch relativ schwer, würde ich sagen, wenn ich das so vergleichen kann mit dem einen oder anderen Level, wofür man den Schlüssel gebraucht hat, würde ich das schon so sagen. Zwischendurch mal wieder ein etwas einfaches Level, das ist einer meiner ersten Versuche, deswegen sieht es nicht allzu hübsch aus, was ich hier mache, aber es reicht für SS, deswegen, ja. Ist das gut genug für mich? Diese Gegner hier sieht man, dass sie so ein bisschen, dass sie so zurückschlagen auf die Seite, in die man sie schlägt. Das heißt, man muss hier relativ weit wegstehen, sonst trifft einen der Rückstoß von dem Gegner.
Hier benutze ich ganz standardmäßig wahrscheinlich meine Standardattacke, um hier rüber zu springen, obwohl da kein Abgrund ist. Naja. Dann hier war ich mir nicht sicher, wo ich da hin musste. So wirklich, deswegen bin ich einfach mal an der Wand lang geslidet. Hier, dieser Gegner ist auch nicht wirklich schwer. Eine starke Attacke und der ist kaputt, beziehungsweise ein paar kleine Attacken. Ja, da dachte ich schon, oh, vielleicht erwischt das nicht mehr. Aber ging alles gut. Ja, dann gehe ich hier rum und ich glaube, ich benutze meine Spezialattacke, genau, um die Fässer hier zu bekämpfen, dass ich einfach keinen Hit anstecke und weiter kann. Und ja, da habe ich was vergessen, muss natürlich zurück das holen. Und laufe weiter durch die Gegend, dubdidu, tralala und falala. Und dann benutze ich am Ende meine Spezialattacke, um alles zu töten. Wunderbar. Und hab damit dieses Level geschafft. Rang 657 von 7652 Leuten. Kann sich, denke ich, sehen lassen. Das Level war auch eins von den leichteren. Ja, das ist nicht viel zu sagen hier. Ein bisschen Dreck, den wir wegmachen. Keine wirklich schweren Sprünge. Außer der eine, den ich wahrscheinlich immer falsch mache. Ja, hier vermöbeln wir die vier Dreckklumpen, die sich nicht wehren können. Gutschen darunter, springen darüber. Jetzt kommt der einzige schwere Sprung in dem Ding. Wahrscheinlich muss man da dashen, damit man da rüberkommt, ohne seine Spezialattacke zu verwenden. Ja, dann hier Standard-Plattforming, Walljump, Walljump, Walljump. Wir springen nach links, rutschen runter, hüpfen hoch, links, rechts, rechts, links. Und das Ende hier, da die nicht zurückkämpfen können, ist dann auch nochmal relativ unspektakulär. Ich lade meine Spezialattacke auf und benutze sie dann auch. Das war dieses Level. So, dieses Level war bisher, glaube ich, das schwerste, das ich beendet habe auf Doppel-S. Das hat den einen oder anderen fiesen Sprung. Da am Anfang vor allem muss man sehr präzise sein, wenn man hier flüssig durchkommen will, muss man hier den ein oder anderen perfekten Tastendruck ausführen. Ich bin nicht so wirklich der perfekte Spieler, da verpasse ich wieder ein bisschen was. Ich laufe außen rum, ich laufe unten rum, dann verpasse ich hier wieder ein bisschen was. Der Run ist auch relativ langsam, ich glaube, die besten Spieler haben hier irgendwie 50 Sekunden oder sowas oder eine Minute nur. Und ich habe da sehr lange für gebraucht. So, jetzt springe ich hier hoch. Dieser Spot ist natürlich eindeutig dafür gedacht, dass man hier seine Spezialattacke benutzt. Ich heb mir meine Spezialattacke lieber auf. Und zwar, um hier durchzukommen, da ich diesen Sprung das ein oder andere Mal verkackt habe. Man kann ihn machen, man muss da unten unter diesen orangenen Pylonen an der Wand hochlaufen und dann abspringen. Das habe ich aber bisher noch nicht wirklich hinbekommen. Da vergeige ich es fast und rette es dann noch ganz nett. Und ab hier ist dieses Level eigentlich geschafft. Es gibt nicht mehr wirklich viel, das einen hier noch besiegen kann, es sei denn, man macht einen ganz groben Schnitzer. Hier ist noch ein Walljump, ein bisschen Plattforming, Standardzeug halt. Nichts wirklich Aufregendes. Und wie man sieht, ich bin auch sehr vorsichtig. Also ich mache hier sehr langsam. Man könnte hier bestimmt schneller durchrennen. Aber ich will es jetzt nicht mehr verkacken. Es hat genug Versuche gebraucht, hier hinzukommen. Und deswegen, spiele ich jetzt hier ein bisschen sicher. Und da rutsche ich dann runter, 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 runter und da ist auch schon der letzte, das letzte Stück des Levels. Zünde die Spezialattacke und hatte endlich mein SS-Ranking für dieses Level. Wie man sieht, ich brauche fast 2 Minuten, der Schnellste braucht 55 Sekunden. Bin aber trotzdem, obwohl der Schnellste eine Minute schneller ist, der 870. von 3500 Leuten, was denke ich doch ganz nett ist. Und ich würde sagen, das war's für diese Episode mit den SS-Replays. Ich werde dann wieder Erkundungsepisoden machen, wahrscheinlich gleich 2 oder 3 oder 4 Stück. Der Grund, warum ich so viele Erkundungsepisoden brauche, ist, falls ihr vielleicht bemerkt habt, ich habe jetzt nicht jedes Level auf SS durchgespielt.
Der Grund dafür ist ganz einfach, dass es schwer ist. Es ist richtig schwer. Ich habe schon sehr viele Stunden investiert. Die Stundenzahl, die ich dieses Spiel gespielt habe, ist mittlerweile schon zweistellig. Das heißt, ich bin irgendwie bei 10 oder 11 Stunden auf Steam mittlerweile bei diesem Game. Und ja, es dauert einfach, diese Level mit SS durchzuspielen. Wenn ich aber dann mehr Level habe, die ich spielen kann, dann verliere ich auch nicht so schnell die Motivation. Deswegen werden bald wieder mehr Erkundungstouren kommen. Wahrscheinlich 3 oder 4 Videos oder vielleicht noch mehr, ich weiß gar nicht. Vielleicht verwende ich auch meine ganzen Schlüssel. Ich werde auf jeden Fall ein paar Erkundungstouren machen und danach dann SS-Replays. Und ja, das war's eigentlich für diese Episode. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen und ich hoffe, ihr schaut auch beim nächsten Mal wieder rein. Tschüss!